Ja Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Nur ganz kurz als Info, mein Discord-Server oder generell der Discord-Server Gamercode ist nun wieder in Betrieb. Das heißt auf Deutsch, falls ihr von dem Server irgendwie gekickt sein solltet, könnt ihr auf dem Server nun wieder beitreten. Mit dem Link in der Videobeschreibung landet ihr dann hier beim Textkanal Willkommen. Und bei dem Textkanal Willkommen könnt ihr dann von dort aus eben zu den anderen Textkanälen gehen, damit den Textkanal Game Accounts, dem Textkanal Support, Regeln und Zocken. Wenn ihr ganz normal was irgendwie mit anderen Leuten auf dem Discord-Server gegenseitig was schreiben wollt, was ihr jetzt nicht per privaten Discord macht, sondern einfach öffentlich auf dem Server, könnt ihr das ab sofort beim Textkanal Hashtag Game Accounts machen. Ne, da kann man Videos reinposten und sonst was, also hier kann man solche Sachen machen. Und es ist ja so, wenn ihr neu auf den Channel kommt, habt ihr bis jetzt keinen Rang. Dann meldet ihr, also wenn ihr komplett neu drauf seid, jetzt neu drauf kommt, kommt ihr im Willkommen-Channel. So. Dann geht ihr in den Support-Channel und schreibt da einfach mal Hi. Und in der Regel tut es euch dann relativ schnell einen Rang geben. Und dieser Rang heißt allgemein. Und diesen allgemeinen Rang braucht ihr, um auf allen anderen Textkanälen oder Sprachkanälen was zu schreiben, wobei es da auch Unterschiede gibt. Ne, also Support-Rang, da kann jeder was schreiben, da bewirbt man sich quasi, indem man Hi schreibt, um auf den Server zu kommen. Es kommen aber auch alle auf den Server, die wollen, dass es nur um Hater oder Leute, die einfach so Sachen wie das, was neulich passiert ist, Nacktbilder auf den Server laden, dass solche Leute dann eben quasi gestoppt werden, sag ich mal, und nicht weiter, Sachen irgendwie hochladen an solchen Bildern. Damit ist dann sofort sie, wenn es irgendjemand jetzt einen allgemeinen Rang gegeben hat, das heiße baut, dann nehme ich ihn schnell einen Rang weg und dann kann diese Person auch nichts mehr schreiben und kann so dementsprechend recht einfach und gut geblockt werden. Ich denke mal, das ist ganz gut. Ne, also wenn du mal schreiben wollt, macht es einen Game-Account, da kann jeder was reinschreiben. Ein Willkommens-Textkanal kann, beziehungsweise kann nur der Owner was reinschreiben. Die anderen bitte ist da nichts dran. Ich glaube, die können es auch nicht mal, weil das einfach nur angezeigt wird, wer neu hinzukommt. Dementsprechend hat das so seinen Sinn. Na, der Regelchannel, das ist auch eine Sache von, da können nur Admins und Owner schreiben. Und auch da gilt bitte an alle Admins keine Scheiße reinschreiben. Hier kommen nämlich nur so Regeln hin. Wenn es irgendwelche neuen Regelungen oder sonst was gibt, findet ihr das im Textkanal Regeln. Und dann haben wir das Hocken, das ist, mit denen habe ich nichts zu tun. Mit dem Kanal, den haben andere User erstellt. Da sollten nicht so viel sein, aber den haben wir jetzt durchgelassen. Da beachtet aber bitte, dass bei dem Kanal, das ist auch da kann es heiße gemacht wird. Ja, und wie ist jetzt mein Sprachkanal? Da haben wir ja generell Admins Livestream ihren Anteil 8K. Also generell ist der generelle, jetzt ist da nicht rein, ist der generelle Sprachkanal. Und bei dem generellen Sprachkanal kann jeder, der möchte, etwas sagen. Ne, das heißt, das ist gerade der Sprachkanal, wo ihr euch unterhalten dürft, könnt, wenn gerade kein Livestream oder sonst was ist. Wenn Livestream ist, gehen wir alle in den Sprachkanal Livestream. Der Admin-Sprachkanal ist nur für Admins und Miss als Owner. Ihren Anstalt und AFK hat es beide nicht erstellt. Ihren Anstalt ist eher so ein Gag-Sprachkanal, AFK ist eben auch K-Kanal. Das ist, denke ich mal, auch klar. Es gibt ein paar neue Regelungen. Unter anderem sind ab sofort nur noch Is, Owner, sonst gar keiner. Also Is und Mystery Fox, weil wir den Server erstellt haben. Alle anderen Leute sind nur noch Admins. Es gibt ein paar Leute, die es Admin machen, um so eine feste Crew zu haben. Die sind auch ein Admin, aber die sind eben nicht mal Owner. Weil Owner, der Rang, höchste Rang, den haben eben nur die Steller vom Discord-Server. In dem Fall eben Is. Und nach langen Überlegungen hätte er halt auch Mystery Fox. Alle anderen haben immer noch den Admin-Rang, der ist auch sehr hoch. Und die anderen Ränge wie Moderator und Supporter, die tue ich nicht sehr wirklich, weil die sind mir eigentlich relativ egal, die Ränge. Ich will jetzt nicht jeden Moderator oder Supporter machen. Da bekommen ausgewählte Leute auch was, aber ansonsten gilt Battlen oder so, das gibt's nicht mehr. So, jetzt danke mal, alles gesagt, wie ihr auf den Server draufkommt. Wie gesagt, im Support-Channel tut ihr euren allgemeinen Rang, den hat jeder, den könnt ihr da anfordern, ihr bekommt in der Regel auch und erst wenn ihr diesen allgemeinen Rang habt, könnt ihr auf Discord überhaupt bei uns mitreden, mitschreiben und sonst was. Ja, ich hoffe, es ist jetzt ganz gut, also der Server ist natürlich noch nicht fertig, ich werde da die ganze Zeit auch noch weiter bauen, jetzt so, auch am Wochenende, wenn ich Zeit habe.
Nur ist, hab das jetzt so geregelt, dass eben alle Leute, die. Nee, jetzt bin ich rausgekommen. Was hat der Achso, richtig, das ist. Discord-Server werde ich natürlich noch weiter ausbauen. Na, das war so ungefähr so der Stand, wie er halt davor war, bevor die ganze Sache passiert ist. Und jetzt ist er halt in einem Zustand, wo er sagt, aha, jetzt können wir es wieder öffentlich machen, jetzt kann wieder jeder rauf auf den Server und bloß einen Link in der Videobeschreibung, der auch nie abläuft, könnte jederzeit den Server beitreten, auch wenn das Video hier zum Beispiel 2 Jahre alt sein sollte. Ich weiß jetzt, der Server existiert dann noch, aber ich denke mal schon, wieso nicht. Ja, einfach nur, damit ihr das wisst. Falls irgendwelche Fragen bezüglich Discord gibt, sollt sie nicht, stellt sie in die Videobeschreibung. Ich werde in naher Zukunft auf jeden Fall auch noch einen Support-Sprachkanal aufmachen. Ich werde noch einen Livestreaming-Kanal machen, wo ihr benachrichtigt werdet beim Textkanal, sobald ich einen Livestream starte, worüber ihr dann auch Sound könnt. Ist mit Twitch kompatibel. Muss ich schauen, wie ich das alles anrichte, aber das wäre jetzt auf jeden Fall so mein Plan. Ansonsten wäre es das von meiner Seite. Fragen, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass der Discord-Server jetzt wieder in Betrieb genommen ist. Vielleicht könnt ihr auch gleich heute mitreden, ne? Denn heute, am 12.07., das ist ab 17 Uhr, 16 Uhr ein bisschen Della Livestream, einfach so. Und ansonsten sehen wir uns natürlich ja am Freitag und Samstag vor allem, wenn Splatoon 2 das erste Splatfest da ansteht. Weil das wird ein Fest und das wird auch komplett hier auf Discord sein. Dementsprechend könnt ihr euch da definitiv drauf freuen und ich hoffe, ihr seid dabei. Das war's mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao.